Ja, liebe Freunde, wir sind zurück bei The Legend of Zelda. In der letzten Folge haben wir uns hier mehr oder weniger gut in das Versteck der Prinzessin gekämpft, ins Verlies, um die Prinzessin Zelda zu befreien. Und jetzt müssen wir durch einen Hintereingang oder einen Geheimgang, den sie kennt, ja, sie wieder herausbringen aus dem Ganzen hier. So. Hätte ich gerade eine Tür geöffnet. Okay, hier waren wir aber schon. Ich entsinne mich. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich die Folge aufgenommen habe. Aber gut. Stimmt, hier war, konnten wir so lang. Das ist gut, hier können wir relativ zügig abhauen. So. Jetzt ein bisschen Vorsicht, Freunde, Vorsicht. Ich muss mich entschuldigen, bei der letzten Folge, die Audio war vielleicht ein bisschen, ja, laut. Aber, okay. So, hier haben wir schon. So, jetzt kommt her, zack. Schon wieder grenzwertig gewesen von mir. So. Nice. Beide ausgetrickst, aber ich glaube, hier dürfen wir nicht ans Ziel kommen. Ne, hier kommen wir her, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir müssen doch oben lang. Muss gerade mal gucken. Ja, ich weiß. Ja, Mann. So, doch mal gucken, wie genau wir jetzt hier lang gehen müssen. Ich meine doch, dass wir hier rein müssen. Klar, da oben ist die Tür. Ja, ich bin ein bisschen blöd. Also ich gehe davon aus, dass ich jetzt nicht falsch bin, wenn ich jetzt hier lang gehe. Weil wir von rechts damals gekommen sind. Und jetzt hier Prinzessin Zelda. Ich will mal Prinzessin Peach sagen. Fuck. Fast tot. Oh, shit. Hab auch überlegt, das Ganze mit der Facecam aufzunehmen. Oh, Mann! Weiter. Als wenn der wieder da ist. Als ob. Was soll das denn, Alter? Ja. Ich komme nicht mehr raus, Junge. Schnell weg. Okay, ich habe das Ganze überlegt, mit der Facecam aufzunehmen, wollte ich sagen. Nur, ja, ich frage, wo mache ich die Facecam hin, dass sie nicht stört? Könnte ich jetzt von euch aus, von uns, von beider Perspektiven aus gesehen, zwischen Herz und Special-Item-Anzeige machen. Oben rechts in der Ecke da. Aber ob das so das Wahre ist, weiß ich auch nicht. Deswegen, ja. Und nicht wundern, das ist kein Bug. Ich skippe das Ganze hier ein bisschen. Weil wir das ja alle schon hatten. Und es ist ja auch gerade irgendwie nichts Wichtiges. Ja, das war meine Überlegung hier mit der Facecam. Hm. Hab ich aber jetzt verworfen. Verdammt. Mann! Ich mach jetzt. Ich spam das jetzt. Okay, nice. Und jetzt. Ja, easy. Okay, ein Herz wäre nicht schlecht. Beziehungsweise allgemein mehr Herzen wären nicht schlecht. Aber jetzt können wir hier hoch. Ich weiß echt gar nicht, wo ich gerade lang gehen sollte. Könnte, was auch immer. Ich klatsche mal hier einen super Schlag auf und bams. Zack. Oh, nice, da haben wir ein Herz bekommen. Wir können ja alle Räume mehr oder weniger abklappern. Kathedrale, sichern wir uns zur Priester dort helfen. Wir müssen uns beeilen. Okay, vom Thronsaal. Oben. Scheint so. Hast du deine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dort drin und ohne Licht kommt uns nichts weit. Bist du dabei? Lass uns jetzt kommen, ja, helfen. Was? Achso.
Legen Sie das an. Ich habe das gerade irgendwie geskippt. Ich bin ein bisschen blöd. Komm schon, hilf mir. Okay, das ist natürlich geil. Gut. Der Gang ist freigelegt und ja, ab geht's. Wir haben unsere Lampe dabei. Und würde mal sagen, oh, ich hasse sowas. Was ist das hier? Fledermäuse? Oh Gott. Okay, hier können wir nach rechts gehen. So ein Geheimgang. Ja. Okay, da geht's lang. Er hat Geschoss. Was? Schlangen? Hilfe, Hilfe. Ich finde, wenn der dieses Schwert, wenn er den Schlag ausführt, das klingt wie, haut ab, haut ab, haut ab. Okay, ja, nice. Weiter im Text. Ich hoffe, wir haben hier, oh fuck, rein zufällig den richtigen Weg gewählt. Und ich hoffe, wenn wir sterben, sind wir nicht wieder bei der fucking Prinzessin am Anfang im im Kerker, wo wir eben gerade waren. Oh mein Gott. Okay, hier brauchen wir einen Schlüssel. Und hier ist eine Truhe, die ein Schlüssel birgt. Nice. Perfekt. So. Kai, vorwärts, es ist ja nicht mehr weit. Noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ich hoffe, dass mein Sound gut ist. Ach, ich kann hier durchgehen. Okay, ich dachte, das wäre nicht möglich. Oh, verdammt. Warte mal, wenn ich durchs Wasser gehe. Doch, die erreichen mich auch, wenn ich durchs Wasser gehe. Alles klar. Oh Junge, ich hasse dieses kleine Vieh, Alter. Ohne Spaß. Ach, hier ist ein Gang. Oh, ich rush hier so durch, ne? Ich verpasse hier so 30 Milliarden Geheimnisse. Okay, hier ist kein. Fährt nur noch ein Herz. Oh oh. Freunde. Hier wieder eine. Können wir nicht mal gerade ein Herz droppen? Verdammt. Oh oh, wir brauchen einen Schlüssel. Ah, ich weiß nicht, wo wir den hernehmen sollen. Müssen wir nochmal zurückgehen. Oh shit. Ich sehe es schon, wir sind gleich tot. Ich sehe es schon. Wir müssen hier nochmal lang. Und zwar müssen wir einen Eingang suchen. Okay, hier sind wir, glaube ich, nicht hergekommen. Oh, verdammt, verdammt. Oh, oh, oh. Es ist ja nicht mehr weit. Hier ist Gewölbe. Wir haben. Ja, das hast du ja schon gesagt. Achso, nee, hier sind wir rausgekommen. Am Anfang sind wir hierher gekommen. Oh, ich bin gleich tot. Okay, warte, ich muss nochmal gerade den Raum umklappern. So. Hier unten ist keine Tür. Hier auch nicht. Hier oben ist eine Tür. Und hier an der Wand ist eine Tür. Und wir brauchen auf jeden Fall diesen Schlüssel. Dann noch ein Schloss, da sind wir hier am Arsch, ey. Tot. Okay. Na gut. Immerhin, Ja, ich weiß das. Dankeschön. Immerhin starten wir hier. Das können wir ja auch ein bisschen verschnellern. So, ja, ja. Gut, hier kennen wir uns ja aus. Mehr oder weniger. Oh, ich laufe halt. Ich sage, wir kennen uns aus. Und ich renne in die falsche Richtung. Boah, ich hasse, dass es hier keine Herzen gibt. So, das ist so irgendwie scheiße. Wenn man mich hier im Arsch, ist man im Arsch. Okay, weiter. Ah ja, hier sind ja die vielen Schlangen. Ja! Als ob ich gleich schon wieder tot bin, Alter. Okay, die droppen Herz, nice. Und noch eins. Die auch eins gedroppt? Nein, schade. Okay, ich habe 2,5. Gut. Herzen. Nicht Leben, 2,5 Herzen. Jetzt habe ich nur noch 1,5 Leben. Herzen, meine ich, sorry. Mann, das ist doch Kacke! Boah, Junge. Ja, piep doch nicht rum, Alter.
Geh mir nicht auf Nerven. Vorwärts! Ja, aber... Den Weg an sich kenne ich ja. Ich gehe nochmal da hinten hin, um zu gucken, was genau jetzt Sache ist. Hier war der Eingang, glaube ich, links. Warte mal, vielleicht steht hier irgendwo mitten im Raum noch eine Kiste, die wir übersehen haben. Der Eingang war übrigens nicht links, der Eingang war oben. Alles klar, hier ist der Eingang. So, wir haben nur noch ein halbes Herz, also noch ein fucking Leben. Mann, das gibt's doch nicht, Alter! Ich krieg'n Rappel, ohne Spaß. Ja, laber nicht rum, Mensch. Oh Junge, Mann, es ist echt scheiße. Ja, und schon wieder gegen so eine hässliche Ratte gelaufen. Oh mein Gott. Mann, das ist doch auch kacke alles hier. Ja, jetzt ging doch mein Powerschlag nicht. Oh Mann. Komm, ich muss die ja töten, ja, für die Herzen. Als ob die jetzt keine gedroppt. Mann, als ob die keine Herzen droppen. Anderthalb ist nichts, Alter. Oh Gott, ich bin so am Verzweifeln. Ah, dankeschön. Hier muss ich nach oben. Einfach mal schnell durchlaufen. Ja. Gut, hier, wie gesagt, links. Hier nach oben. Und dann war es hier wieder nach... Hier, was soll man... Hier ist dieses Tor, was abgeschlossen ist. Und wofür wir den Schlüssel brauchen. Ist nur die Frage, wo kriegen wir diesen Schlüssel her? So, den müssen wir jetzt uns suchen. Hier standen wir ja schon mal. Ah, nice. Hab ihn gefunden. Perfekt. Und es ist auch wieder hell. Ich hoffe sehr, dass wir das jetzt hier überleben. Was ist das hier? Warum kann ich das nicht verschieben? Erstmal alle Kreaturen töten. Oh ja, bevor die mich töten, Alter. Achso, man kann das verschieben. Okay. Ich vergaß. Gut. Wir befinden uns nun im Erdgeschoss. Ich will keinen Smaragd, ich will leben, Alter. Oh mein Gott. Das ist natürlich die Kathedrale. Wir müssen an einem Hebel ziehen. Nein, auf dem letzten Meter. Oh mein Gott. Oh nein. Als ob, Alter, als ob. Freunde, es tut mir schon ein bisschen leid. Aber ja, es scheint nicht einfach zu sein, wie das Spiel am Anfang jedenfalls. Oh Mann, ey. Gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Das war schon durch, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Und wir sind da schon wieder tot, Alter. Oh mein Gott. Ja. Jetzt müssen wir nach links. Junge, ein halbes Herz. Ich bin sowieso gleich tot. Oh mein Gott. Gut. Kann vielleicht mal einer von euch ein... Oh Mann. Ich muss es einfach safe angehen. So, jetzt komm, jetzt packen wir es mal an. Wir skippen das Ganze jetzt ein bisschen. Aber wir gehen das Ganze mal safe an. So, hier.
schon mal kein Leben verloren. Gut. Wie gesagt, wir gehen das Ganze mal safe an. Hier kommen nämlich jetzt direkt die Schlangen. Die haben mir eine abgezogen, das habe ich mir direkt wieder geholt. Perfekt, 3 Herzen haben wir noch. Nice. Hier müssen wir eigentlich nur noch oben durchrushen. Gut, wir haben jetzt ein Herz verloren. Sind aber schon durch. Ja, gut, hier, das hatten wir schon, bla bla. Gut. Jetzt geht's hier nach oben. Da. Nice. Nice, nice, nice. Gut, jetzt nach rechts. Schneller, jawohl. Sehr schön. Und jetzt hier kurz mal die Mäuse töten. Das ist mehr oder weniger ein bisschen blöd bei solchen Spielen. Dass man eben nur so zwei Dämonen auch schlagen kann, sozusagen. Also, wer Zelda Skyward Sword zum Beispiel kennt, da kann man ja in alle Richtungen schlagen. Okay, jetzt würde ich sagen, erstmal die beiden Mäuse töten und dann müssen wir an einem Hebel ziehen. Einen von den beiden. Spontan würde ich mich jetzt eher für den rechten entscheiden und ich mache es auch einfach. Ja. Was? Oh, ne, sorry. Warte mal. Muss mal gucken, was hier bei mir er ist. Ich weiß es nämlich gar nicht. Achso, ich muss ihn tatsächlich rausziehen. Okay, nice, wir sind durch. Perfekt, und wir sind beim König gelandet. Nice. Prinzessin Zelda, ihr seid das in Sicherheit? Warte mal, ist in Sicherheit? Haben wir das dir zu verdanken, Kai? Ja, ja, was macht man nicht alles? Nun, dann Kai konnte ich dem Kerker entfliehen, als ich in Gefangenschaft war. Hörte ich den Magier sagen, wenn ich mit dir fertig bin, wird sich das Siegel der Weisen öffnen. Neunmal, also Kai, du darfst nicht zulassen, dass Hyrule in die Klauen des Magiers fällt. Bricht er es, dieses Siegel der sieben Weisen, wird die Fluffel des Bösen entfesselt. Wenn dies geschieht, werden die Völker von Hyrule nie wieder in Frieden leben. Bevor dies geschieht, bevor es zu spät ist, bitte. Du musst den Magier besiegen, bevor er ganz Hyrule zerstört. Du kannst. Du musst. Ich fühle, dass deine Stärke und böse Macht des Handelns des Magiers bestimmt und seine Kräfte verstärkt. Nur eine Waffe ist stark genug, dem Magier Einheit zu gebieten. Das liegt in ihrem Masterschwert, doch weiß nur eine Person um den Aufenthalt der Klinge. Und dies ist der Dorfälteste. Man sagt, er sei ein Nachfahre einer der sieben Weisen. Vielleicht kann er dir helfen, mehr darüber zu sagen. Ich werde auf deiner Karte markieren, wo sein Haus zu finden ist. Ich bin mir sicher, dass die Palastwache bereits auf der Suche nach euch beiden ist. Es ist besser, wenn ihr euch trennt. Daher mache ich mich Prinzessin Zelda hier verstehen. Warte mal, irgendwie hat der Papa geredet und ich habe die ganze Zeit mit der falschen Stimme geredet. Keine Sorge, such den Dorfältesten. Hast du das verstanden? Jawohl. Ich hatte gerade nur irgendwie falsch gelesen. Warum kann ich nicht? Okay. Gut, also Freunde, wir haben Prinzessin Zelda wieder in Sicherheit zu ihrem Papa gebracht. Das ist ein schönes Bild hier gerade und ich würde sagen, das war's mit der Folge. Es tut mir leid, dass ich halt sehr oft am Failen bin, aber dafür sind die Folgen auch ein bisschen länger und ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Schaltet das nächste wieder ein bei Let's Play Zelda. Vielleicht in die Kommentare mal schreiben, was euch gefällt, wie ihr es haben wollt. Wenn ihr Facecam sehen wollt, auch mal in die Kommentare reinhauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag und rollen. Bis dahin, ciao, ciao, liebe Freunde.